Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Frauen wie wir. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch diese Sendung neu gestärkt werden für Ihre ganz persönlichen Herausforderungen in Ihrem Alltag. Und so handelt unser Thema heute auch über Herausforderungen. Das heißt, unser Thema lautet: Gott gibt Kraft für besondere Herausforderungen. Meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Reni Epp aus der Kolonie Fernheim. Herzlich willkommen, Reni. Schön, Hallo. Dass du heute im Studio bist. Danke. Und ich hoffe, dass du dich hier auch wohlfühlst und möchte dich bitten, dass du dich zu Beginn einmal selbst vorstellst. Ja, hallo, mein Name ist Reni Epp. Ich bin seit über 20 Jahren mit Oskar Epp verheiratet und wir wohnen im Dorf Molino seit unserer Hochzeit. Und wir zusammen haben wir zwei Herzenskinder oder ja, adoptierte Kinder. Ja, ja, genau. Wir wollen jetzt in dieser Sendung sozusagen 12 Jahre erleben mit euren Herzenskindern streifen. Das ist ganz, ganz viel. Und deshalb werde ich einige Punkte auch sozusagen nur nennen, so in Form eines Zeitraffers. Und dann wird Reni aber auch wieder konkret auf Fragen antworten. Das ist einmal kurz zur Erklärung. Wie du schon erwähnt hast, du bist Mutter von zwei Herzenskindern, von zwei Jungs. Bevor ihr diese Jungs adoptiert habt, hast du mir erzählt, hast du sehr konkret zu Gott gebetet. Und das war ein sehr interessantes Gebet. Wie lautete dieses Gebet? Ja, ab und zu antwortet Gott auf dein Gebet und nächstes Mal lässt er halt warten. Ja, das ist ja das Besondere an Gott. Es wurde bald klar, dass wir keine biologischen Kinder haben konnten. Und irgendwie war der Wunsch und Adoptieren bei mir gleich klar. Oder das wollte ich. Bei meinem Mann dauerte das etwas länger. Aber als wir uns dann durchgefunden hatten und auch uns aufgeschrieben hatten in der Liste oder so, man ist ja auch ein Prozedere, und dann habe ich immer wieder zu Gott gebetet, es gibt so viele Kinder und es gibt so viel Not in Paraguay. Ich wollte wenigstens für zwei Kinder sorgen. Ich wollte zwei Kinder helfen, ein besseres Leben, dass sie ein besseres Leben haben könnten. Und ich habe einfach wirklich inständig gebetet und auch sehr viel mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und sie hat auch sehr dafür gebetet. Und das dauerte leider nur, das dauerte einfach viele Jahre, mussten wir warten. Und meine Mutter war auch an Brustkrebs erkrankt und es schien so, sie würde nicht mehr allzu lange leben können. Und irgendwie wollte ich ihr auch mein Baby zeigen, aber ungefähr 6 Monate vor ihrem Tod sagte sie dann, sie hätte aber auch geträumt, dass ich ein Baby haben würde und das wäre ein Junge. Und ja, dann ein Jahr nach ihrem Tod, dann erhielten wir dann den Anruf, ja. Ja, ja. Also Gott hat ihr zumindest das Baby im Traum gezeigt, ja, auch wenn sie es dann nachher nicht physisch sehen konnte. Mhm. Genau. Also im April 2011 kam dann Erik zu euch, euer erster Sohn im Alter von 6 Wochen. Und ein Jahr später, im April 2012, durftet ihr dann Roque im Alter von 9 Tagen in eurem Heim aufnehmen. Roque war als Frühgeburt zur Welt gekommen. Was hieß das für euch, dass er eine Frühgeburt war? Ja, am 26. April erhielten wir Erik und ich habe das erste Jahr auch wirklich sehr genossen mit Erik einfach. Das war alles anders, aber er war ein sehr zufriedenes Baby. Und dann erhielten wir dann ein Jahr und einen Tag später, am 27. April, Erik dann in unseren Armen mit 9 Tagen und fast 2 Kilo. Aber er war so sonst gesund und auch er nahm sehr schnell auf. Nur fingen dann all die Untersuchungen an, gerade weil er Prämature war, untersucht man so einfach, das tut man einfach aus Vorsicht oder damit man weiß, wie alles ist, fingen dann all die Untersuchungen an, ja. Mhm. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr alles, wo wir überall gewesen sind, aber wir waren noch viel in Asunción und auch hier, ja, in Philadelphia, ja. Ja, hieß also viele Tests, viele Arztbesuche, viele Fahrten, ja. Mhm. Für die das Land hier jetzt nicht so kennen, das sind immer so nah an 500 Kilometer bis zur Hauptstadt Asunción, ein Weg, ja. Mhm. So, das ist dann mit kleinen Kindern schon anstrengend.
Und bei eurem ältesten Sohn Erik wurden dann im Alter von gut 2 Jahren Hörprobleme und auch ein Herzproblem ärztlich diagnostiziert. Was folgte darauf, als man das wusste? Was kam dann? Ja, ich merkte irgendwann, dass Erik nicht so reagierte wie, würde ich mal sagen, ein normales Kind. Oder wenn ich ihn rief, dass er mir antwortete oder... Mhm. Als ob er dich nicht hörte. Ja, genau. Und dann fing ich dann an, daraufhin zu konsultieren und dann schicken die uns nach Ostenzian. Dann sagte die Kinderärztin auch nur, wenn ihr schon fahrt, dann lasst auch das Herz untersuchen, weil wenn ich ihn abhatsche, das hört sich mir nicht normal an. Und immer war er etwas blutarm. Hm. So machten wir dann den Test oder die Echographie und dann zeigte das gleich ein großer Herzfehler. Die Herzklappen sind in der Innenwand angewachsen. Sein Herz ist etwas größer wie ein normales, weil das Blut auch immer so gemischt ist. Das saubere auch, das ist ja immer, das pumpt ja sich da durch oder so. Und das ist bei ihm alles immer ein bisschen, oder ist immer gemischt, aber bei ihm ist das nicht jetzt ein Problem, weil das heißt bei ihm Lewe, so das kann man, er kann damit jetzt gut leben. Wir müssen halt nur immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht sich verletzt oder so wegen Bakterien oder so. Hm. Und dann am nächsten Tag machten wir dann den Hörtest, BERA sagt man das, und da musste er schlafen dazu. Und das zeigte, dass er sehr wenig Hören hatte. Und eigentlich sagte sie auch gleich, das wäre für Implante. Aber irgendwie fühlte ich mich nicht so unterstützt von der Hilfskrankenschwester. Und das möchte ich noch einmal an alle Hörerinnen oder ja, Eltern sagen, wenn ein Kind eine Diagnose erhält und ihr damit nicht klarkommt und ihr das vielleicht nicht annehmen könnt, holt euch einen zweiten Rat von einem anderen Arzt oder lasst mit euch beten, für das Kind. Ich habe damals im Nachhinein gesehen, nicht genug getan, fühle ich. Und ja, dann haben wir dann angefangen mit einem normales Hörgerät. Er machte sich die auch nicht unbedingt ab, aber irgendwie zeigte nicht die Wirkung, die ihr euch wünscht, die wir uns wünschen, aber auch die Phonologa war nicht wirklich zufrieden. Haben wir dann noch ein anderes Hörgerät genommen, gewechselt, aber das zeigte auch nicht die Wirkung und dann sagte sie, ihr müsst Implante Cochlea machen, sonst kann ich dem Kind auch nicht helfen. Ja. Ja, ja. Und wie war das für euch als Eltern jetzt, dass ihr so ein Kind mit Gehörschaden hattet? Also wie sah euer Alltag in der Zeit aus, wo er diese Hörgeräte hatte und ja, aber trotzdem ja nicht so hören konnte, wie ihr euch das gewünscht hättet oder ja? Ja, das ist das. Ich weiß, wir haben Sprachtherapie gemacht. Und ich habe ihn noch ein Jahr in einen Kindergarten gebracht oder ja für ein paar Stunden. Das hat ihm sehr gut gegangen. Er ist sehr klug, er lernt sehr schnell, aber er war immer laut. Er war leicht laut, weil er sich halt nicht hören kann. Und irgendwie, auch wenn wir in einen geschlossenen Raum kamen, er musste einmal einen Laut abgeben, damit er irgendwie, Gefühl er wollte davon. Was hören oder ein Echo oder was. Das war anstrengend, ja, gerade, weil er auch nicht sich mitteilen konnte, so wie er würde vielleicht wollen, ja. Ja, ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Leute dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen seltsam darauf reagiert haben, ja, wenn er so laut war oder so. Ja, das schauten immer, ja. Ja, was ist jetzt mit diesem Kind, ja. Ja, ja, und also das Ganze mit euren Kindern, das ging ja immer so ein bisschen zweispurig, die ganzen Behandlungen, ja. Ihr hattet dann inzwischen mit Rocky auch bei verschiedenen Therapeuten mit Physiotherapie begonnen, weil er einen steifen Halsmuskel hatte. Was war das jetzt für ein Problem unter dem Rocker litt? Wie wirkte sich das aus, dass der Halsmuskel steif war? Was bedeutete das? Ja, das ist auch wieder so ein bisschen, auch zwar, er hatte noch einen Nerv, was eingeklemmt war in der oberen Halswirbel und das haben wir auch irgendwie nicht so schnell bemerkt, aber... Ist wahrscheinlich seit der Geburt war das ja, schon so. Ja, das kann sein, dass das von der Cäsaria oder von dem Kaiserschnitt, weil irgendwie die versuchen ja das Kind noch schnell rauszunehmen und gerade so ein kleines Kind und das kommt noch bei mehreren, das ist noch bei anderen Kindern auch vorgekommen. Ja, ja, nur irgendwie
nicht, auch nicht darauf so geachtet, weil wir gerade wegen dem Halsmuskel uns mehr konzentrierten. Ja, ja. Ja. Mhm, genau. Und irgendwann waren wir bei einem Physiotherapeut und wir kamen in einen geschlossenen Raum und dann fing Rocky an zu schreien. Das hat er irgendwie immer gemacht und man sagt, bei Kindern, was im Brutkasten gewesen sind, die haben das oft in den ersten Jahren so, dass sie eine Panik haben. Mhm. Und dann sagte er nur gleich, wenn er schreit, dann fasse ich ihn nicht an. Ein Kind, was schreit, Physiotherapie hilft nichts. Und das hatten wir aber schon ein paar Jahre gemacht, so wie das. Und ich sah auch niemals so die Wirkung. Und irgendwie, ich war schon so fertig. Aber er sagte zu mir, das kann man beheben, ich sollte mich nicht stressen, nur halt nicht, wenn er schreit. Ja, dass er halt entspannt ist. Ja, und er fuhr dann aber auch zurück nach Deutschland, dann kam sein Schwager und dann sind wir zu ihm gefahren. Und der Mann, der hat so geschwitzt, aber er versuchte, Rocky behutsam, und aber auch, dass es auch wirklich was half. Und er hat dann den Nerv rausgekriegt, wollen wir mal so sagen, ja, mit Physiotherapie. Das blockiert aus. Ja, wie man das auch sagt, ja. Und er war dann so ungefähr 2,5 Jahre und dann fing er an mit Kauen. Das wollte er bis da nicht. Hm. Und auch, er fing an, mehr zu sprechen. Das war auch immer ein Problem. Aber also das Ganze wirkte sich auf sein Gesicht oder auf seinen Mund auch aus, dass das halt gehemmt war durch den steifen Halsmuskel. Ja, und das Ganze. Und auch die ganze Verdauung, hat anscheinend alles, was einen Zusammenhang. Ja, ja. Und aber auch bei Rocky ist das so, Erik ist der Ältere, er ist der Zweite. Und was Erik tut, das tut Rocky. Ja, ja. So, das ist einfach köstlich, aber so ist das da, die Rangordnung ohne zu schreien. Ja, und dann fingen wir aber an, da noch weiter an seinem Hals wegen seiner Muskelphysiotherapie zu machen. Das haben wir auch so 5 Jahre, jede Woche, jede zweite Woche, so wie uns danach war, haben wir das dann gemacht. Und das schien nicht den Erfolg zu haben, was wir uns wünschten, ja. Ja, ja. Und das, diese ganze Physiotherapie, die ging dann größtenteils auf eigene Kosten, oder? Ja, alles. Ja, nur die Untersuchung und so, die ging immer durch das Krankenhaus, aber diese Physiotherapie, die war dann privat oder so, ja. Ja, das sind dann immer noch so die Extrakosten, ja. Ja. Genau, und 2016 war dann für euch als Familie ein besonders schweres Jahr, da ist dann ganz, ganz viel passiert. Kannst du uns ein bisschen, vielleicht ein paar Bruchstücke erzählen, was da alles so gelaufen ist? Da gerade 2016 sagten sie auch, ich weiß nicht, Anfangsjahr, dass wir einfach nur implantieren sollten, sonst könnte sie ihnen nicht helfen. Mhm. Und mein Vater war seit dem Jahr davor, war er an Darmkrebs erkrankt und irgendwie das verschlechterte sich auch sehr und der kam dann auch in Ascension im Krankenhaus und wir immer wieder Untersuchung und ein Wochenende blieb ich in Ascension, weil ich wollte dann bei meinem Vater sein und bei seiner zweiten Frau und dann mussten wir danach wieder Tests machen und so und das in all dem Mai verstarb mein Vater dann, aber wir mussten mit all den Untersuchungen weitermachen und dann im Juli flogen dann mein Mann und Erik und unser Freund nach Buenos Aires zu dem Arzt dort, weil hier dieser Arzt sagte, er wolle Erik nicht operieren, weil er schon über 5 Jahre war und ihm sah das zu kompliziert aus. Und unsere Freunde hatten in Buenos Aires guten Erfolg gehabt und sie halfen uns und sie rieten uns sowieso, wir sollten dahin fahren. Und ich irgendwie nur nicht nach ins Ausland. Wir haben ja hier gute Krankenhäuser und sowas. Hm. Das war einfach irgendwie ein bisschen viel. Das ist alles, was du nicht kennst. Da musst du all die Behördengänge auch selber machen. Da musst du das Geld mitnehmen, weil die wollten keine Überweisung. Irgendwie fing das in Argentinien damals schon an mit dem ökonomischen Krise oder so, weil die wollten einfach alles nur in Bargeld haben. Aber dann flogen die dann im Juli dahin für eine Konsulte und der Arzt sagte, er hätte schon schlimmere operiert und er wäre bereit, Erik zu operieren. Und dann haben wir dann hier das mit der Versicherung im Krankenhaus besprochen
Und im September flogen wir dann da für 10 Tage dahin, als Familie dann. Mhm. Und machten dann den Implante dort. Und das war irgendwie wieder so, wir kamen da an, ich irgendwie das erste Mal fliegen und ich war so gestresst. Und dann, als wir gelandet waren, das dauerte, bis wir gelandet waren und dann klatschten alle. Anscheinend war das schwer gewesen, die Landung, weil das war immer windbar da, wo wir den Flughafen. Und ich war, mein Magen, der wollte nicht. Und dann waren wir da und das war kalt und nieselig und wir mussten warten, bis die unser Apartment ausschlossen. Und als wir dann am nächsten Morgen aufwachten, hatte Erik Fieber und er durfte nicht krank sein. Mm. Und am anderen Tag wollten wir operieren. Ja. Ich dachte nur, das gibt es nicht. Und dann rief ich eine Frau an, weil irgendwie mit WhatsApp war ich da noch nicht so. Und die hat dann gebetet, wir haben gebetet, ich habe eingegeben und versucht, nur ruhig zu sein und nicht nach draußen kalt. Und ja. Am nächsten Tag war er ohne Fieber und wir konnten den OP erfolgreich durchführen. Ja, ja das war für euch eigentlich Trauer, also es war Trauerbewältigung. Also sein Papa war gestorben, deine Mama war ein paar Jahre davor und dann hattet ihr 2 Kinder, die brauchten halt ganz besondere Behandlungen, da kam die OP, besonders viel Zuwendung und so, das hat ganz, ganz viel, also ein enormes Maß an Energie, an Zeit, an Durchhaltevermögen gekostet für euch, das ist ganz klar. Wie habt ihr als Eltern diese Kraft bekommen oder was hat euch so in diesen ganz schweren Momenten geholfen? Ich meine, du hast schon ein Beispiel erwähnt, wo du halt jemand angerufen hast und die haben extra gebetet. Ich weiß nicht, ob du noch da andere Erfahrungen dazu erzählen möchtest. Ja, irgendwie, wenn man da drinnen ist, dann weiß man, dass aufgeben oder was keine Option ist oder so, ja. Und du musst einfach weitergehen. Ja, das war einfach der Weg. Sonst, wenn du nicht mit deinem Kind streitest oder so, dann tut es keiner, ja. Ja. Nee, das eine würde ich sagen, unsere Eltern haben uns das auch immer vorgelebt, nicht aufgeben und beten. Und ich habe ja viel in der Bibel gelesen, ich habe auch mal in der Gemeinde was gesagt und ich weiß, da sind immer wieder Personen gewesen, die haben für uns gebetet. Die Bibel gelesen, das habe ich viel, Psalmen gelesen, weil oft auch sind keine Worte da zum Beten, der Gott hat uns getragen, ja, das sieht man dann im Nachhinein. Oft weiß man nicht, wo ist er jetzt. Ja, ja. Aber gerade in all den Führungen und all den Bewahrungen, wir haben niemals einen Unfall erlebt oder allen Reisen. Gerade 2016 weiß ich von 12 Mal, was wir in Ostensjön gewesen sind. Das Übrige kann ich mir nicht mal mehr denken. Das ist immer bewahrt, immer. Eigentlich, wir sind immer gesund geblieben. Als Eltern so. Ja, das ist auch ein Wunder. Genau. Ja, ja. Weil oft in dem ganzen Stress erkrankt man halt selbst auch noch, ja. Genau. Ja. Ja, und du hast dann schon erwähnt, dass ihr halt mit Erik nach Buenos Aires, also nach Argentinien, geflogen seid und er dann sein erstes Gehörimplantat bekam. Das war September 2016, ja. Links. Mhm. Und er war damals 5,5 Jahre alt und im Februar 2018 bekam er dann auch in Buenos Aires sein 2. Gehörimplantat, das war dann rechts. Mhm. Wie hat sich Eriks Leben dadurch verändert oder was hat sich für euch als Familie oder für euren Alltag dadurch auch verändert, dass er jetzt diese Gehörimplantate hatte oder jetzt hat? Ja, er kann einfach mal hören, ja. Ich weiß, als ich ihn so mit Zeichen und so fragte, ob wir die zweite Seite operieren wollte, er war dann schon bereit. Den Tag, als ich ihn fragte und als wir dann erst in Buenos Aires ankamen, dann glaubte er, wo ist das Krankenhaus, da müssen wir ja hin. Oh ja. So, er wollte das hinter sich bringen. So, er war sehr begeistert und er hat die auch mal geküsst, die Hörgeräte. So, das ist ein Zeichen. Er ist sehr dankbar dafür, nur er hört halt anders und das ist ein bisschen zu spät, um wirklich schön reden zu lernen. Ja, ja. Er kann Wörter sagen, er versteht auch vieles, aber das ist viel anstrengender, ja? Ja, ja. Aber er ist nicht mehr so laut. Das ist eigentlich weg. Er macht laut, aber das ist halt, weil er sich nicht
so nicht so einschätzen kann. Vielleicht? Nee, er kann sich nicht so aussprechen. Und wenn ihm dann mal was stört, dann, schreit er vielleicht oder macht einen laut so. Er kann auch Nein sagen, das kann er auch. Ja. So, aber das ist vielleicht auch der Reflex, dass er dann eher schreit. Ja. Aber er kann sehr gut hören, jetzt dadurch. Ne? Mhm. Alles verstehen ist die andere Sache, was wir auch nicht alles wissen, ja. Ja, ja. Aber diese Hörgeräte kann man sehr gut einstellen, so, und er ist doch sehr zufrieden damit, so, und, oder er weiß, dass er ohne die nicht hören kann, ja. Ja, das weiß er. Mit diesen Implantaten gerade, ja, genau. Und ihr könnt relativ normal mit ihm reden oder auch noch mit Zeichen? Naja, irgendwie glauben wir, oder er mag das mehr mit Zeichen. Ich glaube, es ist nicht ganz so anstrengend. Ja, okay. Aber wir tun beides, ja. Mhm. Reden und Zeichen, ja. Weil viele Zeichen hat er angefangen. Mhm. Und jetzt sind wir dann in der richtigen Zeichensprache noch lernen dazu, ja. In der richtigen Gebärdensprache, ja, oder so. Ja, dass, genau. Dass ihr das halt übt. Ja. Aha, okay, okay. Was sollten wir als Gesellschaft deiner Ansicht nach gerade im Umgang mit Gehörlosen oder mit Gehörgeschädigten beachten? Viele von uns haben ja nie mit solchen Personen zu tun. Was ist wichtig, wenn wir mit diesen Personen oder mit diesen Familien Kontakt haben? Ja, das eine, was mir weh tut, oder auch, ja, ich glaube, Erik geht das auch nicht gut, wenn man ihn nachahmt. Wenn er einen laut macht, weil er halt nicht richtig aussprechen kann, das mag ich, oder das tut sehr weh. Ja. Aber so, ich würde sagen, versuche normal oder auf die Person einzugehen, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil er halt mit Zeigen auch, er kann nicht nur reden oder so. Ja. Man muss mit Zeichen, Geduld und mit langsam. Genau, ja, ein bisschen mehr auf die Person vielleicht angehen, ein bisschen mehr Zeit nehmen, so wie wenn wir uns nur begegnen und grüßen, dann haben wir schon, wir brauchen nicht so viel uns anschauen, sondern wir hören das, ja. Ja, ja. Und gerade mit Gehörgeschädigten, die brauchen den Augenkontakt und die sehen sehr gut, ja. Ja, oder ja. So. Das ist bei ihm sehr, ich weiß, er kann sehr gut sehen. Und er merkt auch sehr viel und er fühlt das auch, ja. Ja, ja. Wenn man vielleicht ihn nicht so an oder ihn nicht so akzeptiert vielleicht. Beachtet oder akzeptiert, ja. Ja, ja. Ja, die sind auch in einer Hinsicht, denke ich, auch sehr feinfühlend. Ja, ja, ja. Ja, es ist fast immer so, wenn ein Sinn nicht so gut funktioniert, entwickeln sich die anderen umso mehr, ja. Mhm. Und ich merke das besonders auch bei älteren Leuten, die haben vielleicht immer gut hören können, aber können irgendwann nicht mehr, dass es so wichtig ist, ja, dieser direkte Augenkontakt und direkt sprechen und ja, langsam oder deutlich. Ja. Das hilft dann wahrscheinlich. Oder wiederholen, ja. Ja, genau. Was du gesagt hast, dass das dann eher, dass sie das dann eher verstehen, ja. Ja, ja, genau. Ja, und euer Sohn Roque, der bekam dann im Jahr 2020 auch in Asunción eine OP am Hals, gerade wegen diesem steifen Halsmuskel. Er war damals schon 7 Jahre alt und er hatte, so wie du erst schon erwähnt hast, 5 Jahre oder über 5 Jahre regelmäßig Physiotherapie bekommen, aber man konnte das Problem halt nicht ganz lösen damit. Was wurde bei dieser OP jetzt gemacht und was hat sich dadurch für Roque verändert oder verbessert? Ja, er kann sich sehr schwer konzentrieren in der Schule. Er konnte, ja. Deshalb machten wir da noch einmal einen neurologischen Test. Und dann zeigte wieder nichts Auffälliges. Und die Neurologin, die schaute nur auf seinen Hals. Und sie glaubte, damit müssten wir was tun. Sie schickte uns nach Asunción. Und der Arzt schaute nur hin und sagte, ob hey. Und ich dachte so, bloß nicht. Aber dieses Mal dann habe ich im Internet nachgelesen, fragte ich auch Personen, mit denen ich vertraute, und die hatten auch im Krankheitswesen Erfahrung oder die hatten da auch gelernt, das waren Krankenschwestern, und die rieten mir auch so, ich sollte das tun, und dann haben wir die OP dann im Februar 2020 gemacht, und weil das, sagt man torticolis congenita, aber das bedeutet gerade, dass es angeboren ist. Und im Internet stand auch nachher, wenn es mit einem Jahr nicht beheben anders wird, so mit Physiograde, dann muss man operieren. Und das, die tun den Muskel etwas lockern, weil der ist einfach zu steif. Und desto
größer er wird oder desto doller mehr er wächst, desto steifer wird das. Weil das war, als Baby war ihm das nicht anzusehen. Das war immer mit den Jahren, das wurde nur schlimmer oder steifer. Ja? Ja, also, ja. Er hielt seinen Kopf immer ganz schräg. Er konnte den nicht gerade halten. Ja. Und irgendwie, glaube ich, im Nachhinein, er hat immer im Unterbewusstsein Schmerzen gehabt, weil seitdem, ich glaube, eine Woche oder einen Monat nach der OP hatten wir uns irgendwie erholt und er war so froh darüber und ich weiß, eine Lehrerin erzählt, er kam zu mir und hat gesagt, ich kann meinen Kopf jetzt bewegen und sie dachte nur so, Hilfe, darf er das schon jetzt? Ja. Und er war auch sehr froh dazu und dann fing das Homeschooling an und dann haben wir dann zu Hause gelernt. Ich hatte eine Privatlehrerin und er hat in dem Jahr sehr, sehr viele Fortschritte gemacht und das, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass er nicht mehr so Schmerzen hat. Ja, dass er sich besser auch konzentrieren konnte dadurch. Ja. Das ist immer bei ihm ein Problem oder wird vielleicht auch sein. Damals in dem ersten Jahr, als wir all die Untersuchungen machten, sagte die eine Ärztin auch, das kann vom Frühgeborenen, gibt das mal solche. Aber das gibt ja immer Kinder, die können leicht lernen und andere, die haben Probleme damit. So, wir versuchen uns darin zu üben, besser zu konzentrieren, mehr aufzupassen, aber er ist schon, das hat sich einfach voll gelohnt, ja, die OP. Ja. Und das ist sehr gut, ja. Ja, und wie sieht der normale Alltag für euch als Familie, gerade mit euren Jungs, heute aus? Ich würde sagen, so viel anders ist es vielleicht jetzt nicht mehr. Die machen Reitsport einmal die Woche. Das geht beiden sehr gut und das fingen wir auch mal an, schon vor vielen Jahren, weil man sagt gerade, dass das sehr gut ist für Kinder, gerade auch wenn das Selbstwert nicht ganz so hoch ist. Und bei Rocke merkte man das, dass ihm das sehr gut tat. Erik wieder hat ein höheres Selbstwertgefühl. So sah man das von beiseite. Ja. Aber es geht ihnen beiden sehr gut. Dann machen die einen Nachmittag, haben die dann so Reitschule. Und dann einen Nachmittag fahre ich dann mit Erik. Wir tun dann ein bisschen Sprachtherapie, versuchen wir sein, weil das sind ja gerade die Gesichtsmuskeln und alles muss auch trainiert, wie wir. Wir brauchen ja das mehr. Und dann auch diese Gebärden lernen wir dann auch. Gebärdensprache tun wir dann auch einmal die Woche, das mache ich dann an einem Nachmittag in Philadelphia. Und so dann, und ich helfe Rocky eigentlich fast jeden Nachmittag mit Lernen. Mal ist das schon so, dass er das alleine macht, aber er mag das mehr, wenn Mama dann auch ein bisschen da auch sitzt und mitdenkt, ja. Ja. Aber so ist das schon fast normaler, ja. Ja, also sie gehen einfach in die Schule und bekommen aber dann halt ein bisschen Förderung oder Begleitung. Bisschen extra Unterricht, ja. Und aber sie werden in der Klasse mitgenommen. Einige Fächer kriegen sie extra, aber ich würde sagen, dieses Jahr ist das sehr gut. Die haben noch keinmal gescholten oder geschimpft oder geweint, dass irgendwas nicht gut ist. So. Und auch dass sie halt sozial auch gut integriert sind oder ja, so. Ja, wir haben noch eine sehr gute Schule und das wird auch sehr gefördert, dass einige Kinder sind anders, einige so und dass wir sind alle zusammen, bilden wir das was Ganzes, ja. Ja. Und ich würde sagen, das ist doch sehr gut, das ist für das Leben, weil wir können nicht alle immer gesund sein oder wir haben noch Kontakt auch mal mit anderen Personen, ja. Ja, genau. Ja, du hast uns jetzt schon so über einige Herausforderungen in den letzten 12 Jahren erzählt. Ihr habt halt sehr, sehr viele unzählige Herausforderungen erlebt, oft auch sehr schwere Herausforderungen. Wie oder wo hast du Gott in diesen Herausforderungen erlebt oder wie hat Gott vielleicht zu dir gesprochen? Du hast da auch schon ein bisschen was erwähnt, aber vielleicht noch so 1, 2 Beispiele, wo Gott vielleicht ganz konkret zu dir geredet hat, durch ein Lied, durch ein Bibelvers oder durch ein Erlebnis, was immer. Ja, dieses Lied, das Wunder der Perle, als ich das erste Mal hörte, ich kriegte Gänsehaut. Das Lied, das mag ich so sehr. Das würde ich sagen, ist mein ist deine Leben. Geschichte. Ja. Und dieses Lied auch, Tränen in jedem Ort, das ist für mich auch ein Lied, das
Das mag ich sehr, ja. Mhm. Weil das ist der Alltag, ja. Ja. Wir kämpfen, wir wollen nicht aufgeben. Und aber das kommt man irgendwann an den Punkt, da weiß man nicht, ob das wirklich noch gut ist, ja. Ja, ob man ans Ziel kommt sozusagen. Ja. Aber auch gerade da ist, wir haben viel Mithilfe gekriegt, so gerade von der Versicherung, von Freunden, auch von Familie Geldspenden bekommen. Aber gerade all diese Accessoires von diesem Gehörimplantat zahlen wir selber. Mhm. So, und wir sind auch finanziell gesegnet. Wir können das bezahlen. Das ist nicht, dass wir jedes Mal jemanden fragen müssen, kannst du uns das ja, helfen? Uns damit helfen. Ja, mhm. So in der Hinsicht, wir sind finanziell gesegnet. Dafür sagen wir auch jeden Tag Danke. Mhm. Und auch all die Reisen, überall, wo wir gewesen sind, wir sind bewahrt geblieben, mhm. Und wir haben auch schöne Zeiten erlebt und wir haben die Welt ein bisschen weiter gesehen wie mhm. nur bei uns oder so und das ist auch was Gutes, das hat die Kinder auch gut getan und das hat Spaß gemacht und gerade auch eines noch, als Rocky den Elektroenzephalogramma machen musste, wir waren alle so aufgeregt und man muss ja da natürlich einen Schlaf schlafen, nicht mit Sedante und da werden ja über 20 Kabelchen am Kopf angeklebt. Er war auch so aufgeregt und dann hatten die das angemacht und sagte ich zu ihm, Jo, jetzt kannst du deine Augen zumachen und schlafen. Und er machte die Augen zu und schlief und wir konnten das ohne Probleme machen. Das war einfach ein Geschenk. Das ist ein Wunder, ja. Ja. Hm. Und gerade auch bei Erik, das war auch noch 2016, er musste dann wieder diesen Bera-Test machen und da musste er auch schlafen. Das war im Februar und das war heiß. Und Asunción, das ist ja alles überlastet. Kommt, ja. Ja, alles überlastet, der Strom. Und dann waren wir bis da und Erik schlief. Und Erik schläft nicht so gerne am Tag, das muss nachts sein. Und dann rief die Krankenschwester an und sagte, kommt nicht, ist kein Strom. Oh. Ich sagte nur, das gibt es nicht. Ich war fast am Verzweifeln. Rief ich eine Frau an und die hat gebetet, ich habe gebetet. Und dann dauerte das auch nicht lang, vielleicht 10 Minuten, dann rief die an, so kommt Strom an. Und dann lief ich über die Straße, weil Parkplatz war damals da auch, das ist ja im Zentrum sehr mein knapp, Thema. Ja. Ja. Und dann machten wir den Test und konnten wir ohne Probleme machen, dass Erik schlief die ganze Zeit, weil das ist ja immer so, was ist, wenn er aufwacht, dann müssen wir ja, warten oder nächstes Mal oder so. Wieder neu machen, ja. Und wir konnten den erfolgreich machen oder so, ja. Wir im Nachhinein können wir sagen, wir sind gesegnet, wir sind durchgeführt worden von Gott. Aber auch dieses, alles kann ich durch den, kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, Philipper 4, Vers 13 und Kolosser 4, Vers 2, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Hm. Gerade immer Wir bitten immer nur, oder wir wollen dies, wir wollen das, aber auch danken, dass wir nicht vergessen zu danken, ja. Das ist auch eine Schule, aber ich glaube, das bringt auch Segen, weil wenn wir einmal in uns schauen und wir haben immer was zu danken, das ist nicht das, aber wir sehen immer das, was wir noch wollen, ja. Ja, was noch fehlt oder was schwer ist, ja. Ja, genau, aber ich glaube, danken und im Gebet festhalten und einfach vertrauen darauf, dass Gott das einfach wird richtig machen. Ja. Ja, auch wenn wir das nicht verstehen, aber nicht immer den Sinn sehen. Ja, ja. Ja, ja, ich finde es auch sehr schön, dass du gerade auch diese kleinen Wunder so erzählt hast, weil oft sieht man dann nur all das Schwere und Anstrengende und wenn man, gerade dieses, dass man Gott mitten in dem Ganzen dann auch immer wieder so konkret erlebt, ja, das ist, glaube ich, so ein Geschenk, das kann man mit nichts anderem vergleichen oder so, das kann man sich nicht kaufen oder sonst was, ja. Ja, und wenn du an deine Gebete von damals denkst, bevor ihr Eltern geworden seid, wie würdest du Gottes Antwort darauf für dich so persönlich heute deuten? Naja, ich weiß ja nicht, ob ich wirklich so eine starke Frau bin, naja, Gott weiß ja, was er tut, ja, dann lohnt sich das, wieder bewusst zu beten und zu hoffen oder auch zu vertrauen, dass er dein Gebet auch erhören wird, ja. Ja, ich würde es
wieder tun. So, also du hast damals gebetet, dass du möchtest zwei Kindern ja, helfen. Und, ja, oder und ich, das ist doch nicht, auch nicht, dass ich würde das auch gleich wieder tun, nur gerade, dass er nicht vergisst, mir die Kraft zu geben. Ja, ja. Also, und auch wie er das Erik zumutet, dass er das wirklich so, weil er spricht halt immer noch wenige Wörter oder nicht so viel. Und ja, was Gott sich dabei gedacht hat oder was er damit vorhat, ja. Er ja, hat ja mit allem einen Plan. Nur wir sehen ja das nicht immer gleich oder wir müssen mehr vertrauen oder mehr, ja, einfach vertrauen und das kommt auch oft später, ja. Ja, ja. So, das sind für dich jetzt manchmal vielleicht noch so Fragen, über was Gott damit vorhat oder so. Ja, ja, genau. Und gerade, und das, ich bete auch immer noch, dass ich das Richtige tue, weil oft denkst du, das ist richtig und wirklich ist es das, ja? Ja, ja, genau. So, das, und ja, ich, ja, er hat mich beim Bart genommen und dann hoffe ich auch immer und bete immer weiter, dass er noch mehr von meinen Gebeten erhört. Ja, ja. Ja, und was würdest du zum Schluss den Personen sagen wollen, die vielleicht gerade heute durch besondere Herausforderungen gehen? Das können ja auch ganz andere sein, aber die eben herausfordernd sind. Ja, gerade nicht nachlassen im Beten und immer wieder auch für das kleine bisschen, was da Gutes ist, danken. Und auch Gemeinde fragen, Prediger oder dem, wenn man vertraut, dass man einfach fragt nach Gebetsunterstützung, weil alleine kann man das nicht. Das ist zu schwer. Aber auch nicht aufgeben. Vertrauen darauf, dass danach was Gutes kommt. Weil Gott hat versprochen, dass er bei uns ist und das wird er. Auch wenn wir das an einigen Tagen überhaupt nicht fühlen, ja. Ich würde sagen, nicht aufgeben. Und beten, ja. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Reni, dass du uns hast so offen und so ehrlich aus eurem Leben als Familie erzählt, mit all den Herausforderungen, die ihr in den letzten 12 Jahren so durchgekämpft habt. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen, ich wünsche auch Ihnen, dass Sie gerade in den Herausforderungen, in denen Sie gerade heute stehen, neu Gottes Kraft erleben, dass Sie Gottes kleine Wunder sehen, dass sie ermutigt werden und dass sie Gottes Kraft auch wirklich in Anspruch nehmen. Wir schließen damit diese Sendung. Danke, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Das war Frauen wie wir, Glauben und Leben.